Ich möchte Ihnen zunächst auch einmal herzliche Grüße von Herrn Ehrmann übermitteln. Er bedauert es wirklich außerordentlich, heute nicht hier sein zu können. Aber Sie können sich, wie Herr Klimpel das gerade schon erwähnte, sicher sein, dass er der Wichtigkeit dieses Themas sich durchaus bewusst ist. Ich möchte mit einem kleinen historischen Ausflug beginnen, der sich im Jahre 2002 abgespielt hat, als die damalige Bundesbeauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien in einer öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses sagte, Kulturverträglichkeit heißt, dass die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien an der Abfassung aller Gesetze zu beteiligen ist. Das damals noch junge Amt der Kulturstaatsministerin, welches 1998 von der Regierung Gerhard Schröders geschaffen wurde, hatte sich am Kabinettstisch noch einige Male zu behaupten, wenn es um die Beteiligung an Gesetzesvorhaben ging. Für die BKM als eine Art Querschnittsministerium war diese Auffassung natürlich selbstverständlich angebracht. Ob es um das Urheberrecht ging oder auch die Spendenabzugsfähigkeit für Stiftungen, durch die Beteiligung des Kulturressorts konnten die Betroffenen vor negativen Folgen bewahrt werden und damit wurden Konsequenzen vermieden, die so von niemandem gewollt gewesen wären. Der zwischen SPD und Bündnis 90 Die Grünen geschlossene Koalitionsvertrag von 2002 beschrieb genau diese stärkere Berücksichtigung der kulturellen Dimension in der Gesetzgebung, die gegebenenfalls auch von großen Planungsvorhaben, die als Kulturverträglichkeitsprüfung bezeichnet wird, manifestiert werden sollte. Terminologisch erinnert der Begriff der Kulturverträglichkeit an den der Umweltverträglichkeitsprüfung, wobei bestimmten öffentlichen, aber auch privaten Vorhaben eine wirksame Umweltvorsorge zu prüfen ist und so Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig erkannt werden. Verglichen damit wäre eine solche Kulturverträglichkeitsprüfung noch weitergehend gewesen, da sie auf alle legislativen Maßnahmen sich bezogen hätte. Inhaltlich erinnert der Gedanke der Kulturverträglichkeitsprüfung mit Sicherheit auch an die Querschnittsklausel der Europäischen Union, wo grundsätzlich allen kulturellen Aspekten bei den Handeln, insbesondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen der Europäischen Union zu berücksichtigen sind. Leider wurde diese Kulturverträglichkeitsprüfung in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien nie normiert. Aber heute ist es durchaus Usus, dass alle Gesetzesvorhaben der Bundesregierung auch in diesem Ressort geprüft werden. Dass schwerwiegende kulturelle Belange unterbunden werden oder zumindest ausgeglichen werden, ist ein zentraler Aspekt für eine nachhaltige Kulturpolitik. Es ist eine kulturbezogene Gesetzesfolgenabschätzung. Und als Kulturpolitiker darf man mit Sicherheit auch die Frage stellen, ich bin zwar kein Kulturpolitiker, aber ich erlaube es den Kulturpolitikern, dass man sich durchaus die Frage stellen kann, warum steht in Gesetzestexten des Deutschen Bundestages eigentlich immer die Auswirkungen auf die Wirtschaft, aber nicht die Auswirkungen auf die Kultur? Und dadurch, dass dieser Begriff auch nie festgeschrieben wurde, hat er sich leider auch nicht zu einem politischen Schlagwort entwickelt. Es hätte dazu beigetragen, dass bei allen Gesetzesvorgaben stärker die Kultur berücksichtigt werden würde. Heute ist damit immer noch proaktives Handeln erforderlich und bleibt eine Aufgabe der Kulturpolitik, aber auch aller Akteure in der Kultur und in der Kreativwirtschaft. Kultur muss immer automatisch gesamtgesellschaftlich mitgedacht werden. Es ist aber auch nur ein Blick von außen auf die Kulturpolitik. Eine nachhaltige Kulturpolitik kann nicht den Anspruch haben, nur mitgedacht zu werden. Es reicht nicht, eine Kultur der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Wir brauchen eine nachhaltige Entwicklung der Kultur. Andererseits muss die Kulturpolitik auch von innen heraus an sich selbst den Anspruch haben, nachhaltig zu sein und nachhaltige Kriterien zu entwickeln. Damit beschäftigte sich auch in den folgenden Jahren die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland intensiv und auch themenübergreifend. Eine wichtige Feststellung war dabei, und das paraphrasiere ich jetzt mal so aus einigen Kapiteln zusammen, um nachhaltige kulturpolitische Ziele zu verfolgen, braucht es kooperative Lösungsstrategien, die alle kulturpolitischen Akteure, staatliche wie auch private, einbezieht. Diese Strategien müssen mit Zieldefinition durch die Politik ausgestaltet werden. Die Zielformulierungen können in verschiedenen Varianten erfolgen. Sie können als Leitbilder, als Leitlinien, strategische Ziele oder auch als sogenannte Kulturentwicklungspläne beschrieben werden. Dazu muss es formale Kriterien wie für alle zugänglich oder transparent geben. Es muss aber auch inhaltliche Kriterien geben, wie nachhaltig, modellhaft und innovativ. Vorrangig ist, dass sie überhaupt formuliert werden. Das geschieht auch heute immer noch zu selten.
Ebenso braucht es für eine grundsätzliche strategische Ausrichtung eine mittelfristige Kulturpolitik. Kulturpolitik darf nicht zu kurz, aber auch nicht zu manifest und lang gedacht werden. Konzeptbasierte Kulturförderung wird es gerne genannt, bei der Kulturinstitutionen mit weitgehender Handlungsfreiheit so ausgestattet werden, dass sie die kulturpolitischen Ziele in gemeinsamer Verantwortung nachhaltig angestrebt werden können. Und diese Institutionen sind es dann eben auch, die es sich deutlich leichter machen können, diese nachhaltigen Kriterien zu formulieren. Das ist jetzt ein Blickwinkel von außen auf die Kulturpolitik gewesen und ein Blick aus der Kulturpolitik heraus. Das können aber noch nicht alle maßgebenden Standards für eine Bundeskulturpolitik sein. Spricht man von der Kultur im Allgemeinen, mag das ausreichen, aber es ist ein technokratischer Weg. Nachhaltigkeit verläuft manchmal nämlich auch einem Wesenselement der Kultur zuwider. Nachhaltigkeit ist nämlich zuallererst ein Rationalisierungsprozess. Um es simplifiziert aus einer ökologischen Sicht zu sagen, verursache nur so viel Schaden, wie du beseitigen kannst, entnehme nur so viel Rohstoff, wie nachwächst. Kunst und Kultur sollen aber frei sein. Und darum fällt es auch häufig so schwer, formale Kriterien zu benennen. Stellen wir uns zum Beispiel Stipendienprogramme oder Residenzprogramme in der Bundeskulturpolitik vor, da soll doch jungen Künstlern gerade die maximale Freiheit geschaffen werden. Man kann im Nachgang, wenn einem das Ergebnis nicht gefällt, natürlich sonst aus einer nachhaltigen Perspektive zu dem Schluss kommen, das hat nichts gebracht, das lassen wir in Zukunft sein. Nachhaltige Entwicklung hat sehr viel mit der Vision davon zu tun, wie wir in Zukunft leben möchten, mit Fantasie und Kreativität. So beschreibt es der Nachhaltigkeitsbericht der Bundesregierung. Und an der Stelle sind es Nachhaltigkeit und Kultur, wo sie sich am besten vermischen können. Es ist die Kreativität. Gestaltungsprozesse für eine nachhaltige Welt erfordern kreatives Denken. Und da sind wir bei den klugen Köpfen, die es durchaus in der Kultur- und Kreativwirtschaft gibt, aber es gibt sie auch in allen anderen Bereichen. Kreativität wird ja manchmal auch negativ besetzt, zum Beispiel bei der kreativen Buchhaltung oder bei der kreativen Programmierung von Software für Dieselfahrzeugen. Aber letztendlich sind es ja genau diese Menschen, die mit ihren Gedanken und ihrer Kreativität Lösungen für eine nachhaltige Politik in allen Bereichen, nicht nur in der Kultur, nicht nur in der Ökologie, auch in der Wirtschaft und vielen anderen Bereichen gestalten können. Und Nachhaltigkeit bedeutet auch nicht nur das Alte wiederherzustellen. Es bedeutet, verantwortungsvoll mit dem umzugehen, was wir haben. Das umschließt selbstverständlich auch die Bewahrung und den Schutz des kulturellen Erbes. Und an dieser Stelle erlaube ich mir einen kleinen Ausflug nach Nürnberg. Dort ist vom Zerfall bedroht oder auch nicht bedroht das ehemalige Reichsparteitagsgelände. Man könnte aus einer Historikersicht sagen, so etwas muss erhalten bleiben. Man könnte aus einer pädagogischen Sicht sagen, hier müssen Zugänge und Aufklärungsarbeit gestaltet werden. Man könnte aus einer denkmalpflegerischen Sicht sagen, so etwas muss wie ein Denkmal oder wie ein Mahnmal behandelt werden. Aber ein Politiker der CDU, ich weiß nicht, ob ich ihn zitieren darf, deshalb nenne ich ihn nicht, hatte letztens mal durchaus den charmanten Vorschlag, warum lassen wir das nicht einfach zerfallen? Was dann darstellt, nicht mal die Bauwerke des tausendjährigen Reiches haben 100 Jahre gehalten. Und wenn man sich diese Ideen und Vorschläge anschaut, dann merkt man wiederum, warum es so schwer fällt, manchmal richtige, nachhaltige Aspekte oder Formulierungen zu finden, wie man Kulturpolitik gestalten kann. Kulturelle Nachhaltigkeit kann nämlich nicht abstrakt oder empirisch abgehandelt werden. Sie ist schlicht nicht operationalisierbar. Nun möchte ich aber auch noch etwas weiter auf konkrete Beispiele eingehen. Der Verleger Wolfgang Ferchel fragt in einem Aufsatz von 2011 in dem Buch Nachhaltige Entwicklung in Kulturmanagement und Kulturpolitik, sind Bücher nachhaltig? Und wie Sie sich vorstellen können, er beantwortet die Frage auch. Ja, Bücher sind vielleicht die nachhaltigsten Produkte überhaupt. Wenn wir großzügig sind und die Vorläufer unseres heutigen Buches gelten lassen, die Tontafeln des alten Mesopotamiens und die Papyri des alten Ägyptens, dann sind Bücher rund 5000 Jahre alt. Und sie sind sowohl in ihrer konkreten Gestalt als auch in ihrem Gehalt, sagen wir neudeutsch Content,
doch sehr von Dauer. Und weiter schreibt er, wie nachhaltig Bücher doch sind, vergleicht man sie mit anderen Konsumgütern wie Lebensmittel, Kleidung, Autos oder Sportgeräten. Bücher verbrauchen sich nicht. Das nämlich ist der Traum eines jeden rein kaufmännisch denkenden Verlegers, das Buch, das sich verbraucht wie eine gute Flasche Wein. Wahrscheinlich kann man hier erstmal nicken bei dem, was Herr Ferchel dort schreibt, aber es wirft auch Fragen auf. Wenn Bücher doch so sehr von Dauer sind und das Buch vielleicht im Einzelfall ein Kulturgut ist, in seiner Gesamtheit grundsätzlich immer ein Kulturgut ist und damit auch zu unserem kulturellen Erbe zählen muss, hat der Deutsche Bundestag sich dieser Frage auch gewidmet. In dieser Legislaturperiode haben zwei Fachgespräche stattgefunden, eines zum Erhalt des schriftlichen Kulturgutes und eins zum Erhalt des Filmerbes. Einige der Referenten von dieser Konferenz waren auch als Sachverständige dort geladen, zum Beispiel Herr Hollmann vom Bundesarchiv. Und dort gab es doch auch die einhellige Meinung, ohne die Digitalisierung an sich zu verteufeln, dass mit dieser Digitalisierung aber auch der falsche Eindruck entstehen kann, das Original kann zurückstehen. Eine Digitalisierung setzt aber immer ein brauchbares Original voraus. Das erfordert sowohl präventive Konservierungsmaßnahmen als auch Restaurierungen. Und besonders anschaulich wird uns der Wert eines solchen Originals immer bei Katastrophen. Wir haben gerade von Herrn Wulff schon ein paar sehr anschauliche Beispiele genannt bekommen. Das betrifft hier in Deutschland, um das vielleicht noch zu ergänzen, auch das Stadtarchiv in Köln, welches in der Öffentlichkeit natürlich sehr stark wahrgenommen wurde. Aber viele sonstige Katastrophen, wie sie dem kulturellen Erbe widerfahren, bleiben eigentlich nur innerhalb der Fachwelt. Ob es zum Beispiel der Tintenfraß oder der Papierzerfall bei Büchern oder der Zerfall von Filmrollen ist, wie sie in diesem Fachgespräch zur Sprache kamen, eigentlich müsste man, wenn man sich die Bilder davon anschaut, von zerfressenen Seiten und zerfallenden Büchern und nicht mehr restaurierbaren Filmrollen, einem jedem Kulturliebhaber die Tränen kommen. Diese Zeichen hat die Politik ja zum Beispiel auch erkannt. Beispielsweise hat sie die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts ins Leben gerufen und diesen Erhalt auch zur gesamtstaatlichen Aufgabe erklärt. Die Digitalisierung des Filmerbes läuft bereits. Und letzte Woche im Haushaltsausschuss konnte ein kleiner Aufwuchs auf 3 Millionen Euro im Bundeshaushalt ab dem Jahre 2018 erreicht werden. Nun müssen die Bundesländer noch nachziehen und die Digitalisierung des Filmerbes wird dann deutlich besser ausgestattet sein. Aber Digitalisierung ist manchmal auch aufwendig und teuer. Und dafür müssen wir auch Lösungen finden. Und noch eins wurde bei der Digitalisierung des Filmerbes deutlich. Und auch das hat Herr Klimpel gerade anschaulich mit seiner 8-Zoll-Diskette, die ich zum Beispiel nicht mehr kenne, aber ich kenne noch die 5¼-Zoll-Diskette, beschrieben, es wird auch Hardware und Know-how verloren gehen. Und diese Hardware und dieses Know-how wird immer erforderlich sein, um ein Original überhaupt abspielbar oder es auch dann später digitalisierbar zu machen. Genauso brauchen wir mit dem Know-how auch die Möglichkeiten zur Restaurierung oder zur sachgemäßen Lagerung. Und das wird im Zweifel eine Aufgabe der öffentlichen Hand sein, wenn man es ernst meint mit dem Bewahren des kulturellen Erbes. Aber selbst das energische Digitalisierungsprogramm würde viele Jahre in Anspruch nehmen. Bis dahin kann es für viele Kunstschätze zu spät sein, wenn wir nicht genauso energisch auf den Erhalt des Originals setzen. Und wenn wir uns dann auch noch dem Titel dieser Konferenz Zugang gestalten widmen, dann mag das Digitalisat zwar nicht das Original ersetzen, in jedem Falle kann das Kultur- und Archivgut aber besser zugänglich gemacht werden. Und zwar auch für breite Bevölkerungsschichten außerhalb der Experten- und Fachwelt, da das kam auch in einer Anhörung im Ausschuss sehr deutlich zur Sprache, es durchaus auch eine Hemmschwelle gibt, sich mit solchen Archiven oder Werken auseinanderzusetzen. Auch ermöglicht es natürlich Forschung, die keine Forschung am Objekt erfordert, sondern nur den Inhalt betrachtet, mit der Digitalisierung deutlich besser, als vielleicht gefährdete Kulturgüter immer wieder aus dem Magazin zu holen oder aus dem Plexiglas hervorzuholen. Ja, und dafür haben wir natürlich auch einige vorbildliche Institutionen, ob es die Deutsche Nationalbibliothek ist oder eben das Bundesarchiv. Die Deutsche Digitale Bibliothek, und das kommt ja auch im Einladungstext oder im Programmtext durchaus kritisch hervor, ist bis heute immer noch ein Projekt. Es ist kein etabliertes
Instrument für eine Zugänglichmachung dieses vielen digitalisierten Kulturgutes, welches hauptsächlich von Museen und Archiven geleistet wird, aber hier eine vernünftige Plattform geschaffen wird, dieses zugänglich zu machen. Und eigentlich hätte ich auch gedacht, dass Herr Patzinger das vorhin schon erwähnt. Ebenfalls im Kulturausschuss hat sich nämlich ein neues, visionäres, ausgerichtetes Pilotprojekt, das Museum 4.0, zum Ziel gemacht, mit 5 beteiligten Museen einen gemeinsamen virtuellen Raum zu schaffen, in dem innovative Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien für die Vermittlung, Kommunikation, Interaktion und Partizipation in Museen modellhaft entwickelt, erprobt und durch flexible Nachnutzung aufbereitet werden. Dabei sollen individualisierte Vermittlungsangebote und ein übergeordnetes Leitbild des digital kompetenten Museums der Zukunft, das global vernetzt, dialogisch und damit kontinuierlich wandelnder Ort kultureller Bedeutung oder kultureller Begegnung ist, sich etablieren kann. Das ist ganz besonders mit Ausrichtung auf die zukünftige Museumsarbeit, denke ich, ein sehr spannendes Projekt. Also, mit diesem spannenden Projekt kann also die zukünftige Ausrichtung der Museumsarbeit gestaltet werden. Es sollen noch stärker 3D-Technologien nicht nur im Internet selber, sondern im Museum selber, aber auch Augmented Reality oder Game Technology erprobt werden und mit dem Projektende, auch das ist wieder nur ein Projekt, welches für 5 Jahre angelegt ist, sollen allerdings Prototypen für eine flexible Nachnutzung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, welches sich ganz besonders aber auch durch quellcode-offene Projekte und Software etablieren soll. Ja, und nun möchte ich auch noch eine zweite Frage zu Herrn Ferchel stellen, der sich auf den Traum des rein kaufmännisch denkenden Verlegers bezieht. Was passiert, wenn der von ihm beschriebene Content eigentlich nur noch ein E-Book ist? Denn hier soll sich der Kreis schließen. Bei Lizenzierungsmodellen von E-Books für Bibliotheken und Wissenschaftseinrichtungen scheint sich der Traum des Verlegers zumindest teilweise zu erfüllen. Aber hier hat die Bundespolitik auch noch 2 Punkte aus dem Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Die Bildungs- und Wissenschaftsschranke und die Verleihbarkeit von E-Books in öffentlichen Bibliotheken. Und wir haben selbstverständlich vollstes Vertrauen in unser Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, aber dennoch sollte die Kulturpolitik Acht darauf geben, dass sich das auch kulturverträglich ausgestaltet wird. Vielen Dank und noch einmal freundliche Grüße von Herrn Ehrmann.